So, und damit willkommen zurück hier bei DSP. Okay, unsere Carrier für die Dyson-Sphäre werden hergestellt. Das heißt, wir können uns um unsere Dyson-Sphäre kümmern. Yay, endlich ist es soweit. Ach, ich freue mich so sehr. Endlich. Also, die Orbits können wir mal alle wegmachen. Wir wollen hier unsere Dyson-Sphäre bauen. Machen wir einen neuen Layer für die Dyson-Sphäre. Und ja, also 19.700, das ist ein bisschen arg groß. Was haben wir denn so als Minimum? Aha. Was war da? Ah, zu nah an den anderen. Der schmalste Layer wäre 4000, das wäre eine kleine Dyson-Sphäre. Und das größte wäre 22.700. Ich habe so mit 13.000 gespielt. Dann sind unsere Solar Cells noch da drin. Wobei, die werden dann nach und nach alle zu Bruch gehen. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle, ob die jetzt innen drin draußen sind oder so. Keine Ahnung. Hier machen wir 0. Also das ist hier. Dieser Vektor da macht nicht so viel aus, glaube ich, jetzt bei der Dyson-Sphäre. Und das da hier jetzt ebenfalls nicht, wo unser Anfang, Ende, whatever auch ist. Okay, gut. Machen wir so. 13.000, denke, das dürfte ein ziemlich guter Wert sein. So. Ja. Ich habe zwar noch nie eine Dyson-Sphäre jetzt hier gebaut. Ist jetzt auch mein erstes Mal. Ja. Ach, wird das schön. Genau, also wir können hier wählen zwischen den zwei Grids. Das habe ich schon mal gesehen auf alle Fälle. Ein bisschen informiert habe ich mich, aber nicht allzu sehr. Ein Tipp, den ich halt bekommen habe, ist auf alle Fälle mal das Game da zu pausieren. Weil wenn man hier arbeiten muss und der Planet dreht sich die ganze Zeit, nervig. Also machen wir da mal Pause. Was haben wir denn? Einmal hier diese Gates. Das ist wichtig, dass die Solar Sails dann irgendwie in diese Dyson-Sphäre hineinkommen. Und je mehr man davon hat, ja, irgendwie umso besser soll das sein. Dann setzen wir mal dahin. Ich denke mal so, das wird, ja, mal gucken. Dann können wir hier einmal das machen mit einer geraden Linie, was natürlich ein bisschen blöde ist, wie man sieht. Die biegt sich da blöderweise. Dann haben wir hier natürlich das Tool, das ich dann benutzen werde, weil man hier einmal rundherum schön bauen kann. Was? The Nodes too far? Ich muss die selber setzen alle. Ach so. Also da habe ich dann auf alle Fälle halt hier diese Verbindungslinie noch dazwischen, die ich brauche. Und da passt sich halt der Planetenkrümmung an, während der hier gerade bleibt. Ich glaube, das da hier ist dann der für Punkt für Punkt. Ne? Ne, auch nicht. Und Remove, das dürfte selbsterklärend sein. Komisch. Okay, wir fangen damit mal an. Auf alle Fälle müssen wir hier mal an unserer Nulllinie anfangen. Der grüne Bereich ist das, was wir bearbeiten können. Und dadurch, dass wir ja schon mal Stress Level 1 erforscht haben, haben wir hier diesen Layer dazu gewonnen. Ansonsten hätte man hier nur die zwei Layer gehabt. Da war ich vielleicht etwas voreilig mit dem Forschen. Wie ich gerade selber feststelle, ich hätte es mal selber zwischen den Aufnahmen überprüfen können, habe aber geglaubt, dieser komische Knilch, der uns am Anfang angesprochen hat, dessen Namen ich vergessen habe, würde hier gleich dazukommen und sagen, Cabo, wie folgt, das ist ein bisschen blöd, ne? Ich hätte das etwas geschickter machen sollen. Dann machen wir so. Sup, sup. Ich möchte auf alle Fälle hier schon mal den ersten Bereich dann haben.
Und ja, wenn der dann aufgebaut ist, werden die Rail Receiver ganz automatisch anfangen, die Solar Sails in diese Gitter hier hineinzuschießen. Bringt das was, wenn ich das schräg mache? Das bringt mir auf alle Fälle Erleichterung. Mal kreuzen, oder? Nicht kreuzen. Okay. Warum halt auch immer? Ich weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier treibe. Wie gesagt, das ist meine erste Dyson-Sphäre. Also von daher dürft ihr mich natürlich mit Tipps und Tricks überhäufen. Ich habe nur mal die Basics irgendwo mal ganz kurz angeschaut. Ich spoilere mich da im Prinzip sehr ungerne. Absolut ungerne. Gar nicht, um ehrlich zu sein. Würde jetzt so ein Kreuzstich vielleicht... Nein, ein Kreuzstich kann ich ja nicht machen. Kann ich nicht über Kreuz. Irgendwas läuft falsch. Zack, 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 zack. Da gehe ich immer nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Genau, und da fange ich an, Mist zu bauen. Würde, passt mal auf, ich mache das einfach mal. For the looks. Wie es aussieht. Ich weiß halt wirklich nicht, ob diese Dinge dann hier was bringen oder nicht. Aber wenn, dann würde ich tatsächlich rauf, runter gehen. Na, so, so, so. Müsste ja ausgehen, oder? Na, da rein. Gibt es hier eine Mitte? Oh, bitte sag nicht, dass es hier eine Mitte gibt. Das wäre ja ganz fatal. Was für Muster kann man da ziehen? Sehen die gut aus? Sind die auch praktikabel am Ende? Ich weiß es nicht so recht. Also ich weiß auf alle Fälle, ihr müsst hier diese Vierecke. Die müssen halt auf alle Fälle da sein. Das muss wirklich da sein. Weil da drin dann die Solar Sails sind. Ja. Irgendwo hat man dann auch sehen können, wie teuer jetzt schon mal der Spaß ist. Weil so ein Strack... Ach, da. Genau. Die Strukturenpunkte. Wir brauchen dafür schon mal 370 Strukturenpunkte. Eine Rakete ist gleich ein Strukturenpunkt. Hallöchen, meine Freunde. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit hier die ganzen Stäbe, die sind hier natürlich auch schon mit hier hinein berechnet. Ne? Kann man das irgendwo mal gescheit machen? So, dass man das auch versteht, was ich hier rede. Wenn ich jetzt hier hingucke, dann kostet mich der 30. Ne? So, jetzt mal hier weiter. Jetzt kostet mich der da 80. Weil ja hier schon mal der Stab mit dazwischen ist. Kann ich den killen ohne? Nein, kann ich nicht. Danke fürs Gespräch. Genau, 80. Jetzt mache ich hier hin. Jetzt kostet mich der ganze Spaß schon 140. Und jetzt kommt Carbon natürlich auf die Idee und macht noch so. Und dann kommen wir auf... Ja, dann kommen wir auf 220. Ah, ja, natürlich, weil ich... Hier rüber zu ist ja auch schon ein Weg habe. Dann sind wir bei 270. Weil er nämlich zwei Schrägen hat. Ah ja. Ja, ich versuche das selber da jetzt gerade auch für mich einfach erklärt. 350. Warum hier 350 und hier 370? Weil geht. Okay. Zahl ich anteilig irgendwo was mit. Jetzt den nehmt, dann müsste er ja günstiger sein. Ja, genau. Remove, remove. Wir sind bei 210. Wir sind bei 190. Liebes Spiel, danke fürs Gespräch. Also auf jeden Fall, je mehr ich hier diese Verbindungen mache, umso teurer wird es. Deswegen wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, wenn ich jetzt das Ganze so machen würde.
Oh, das wäre Kabu. Ah, ich darf's nicht, weil es zu nah ist. Ah, ja. Okay, 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 es geht nicht. Das ist schon mal euer großes Glück. Das wird gewesen. Kann ich das auch so kopieren? Nö, kann ich nicht. Ah, ja, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat. Haha, natürlich, natürlich, natürlich. Genau, wenn ich dann so einen geschlossenen Bereich habe, dann kann ich sagen, füll mir diesen Bereich mit Solar Sails auf. Und wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, sollte ich jetzt nicht wie ein Berserker hergehen und sagen, da, da, da und da. Erstmal so Stück für Stück, weil kriege ich hier angezeigt, wie viele Solar Sails das jetzt auch beinhaltet. Die Sail Points sind aber jetzt nicht meine Dinger da, oder? Please, no. Oh, no. Yeah, no. 1680. Oh, no. Oh, for you. Kabu, du bist ein Idiot. Okay, das Ding wird... You have finished the Dyson Shell Planning. Once nodes and frames are done construction, the Dyson shell will put solar sails to use automatically. Each solar sails provide one cell point, and you can click the shell to view the total number of cell points required. Das wollte ich jetzt nicht hören. Hast du gehört? Du bist gefeuert. Geh und feg den Keller. Oh Gott, es wird so teuer. Junge, 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 Junge. Wir brauchen... Ach, du kannst... Irgendwo so ein Gesamtkostenüberblick-Schüssel? Ja? Nein? Vielleicht? Boah! Wir brauchen auf alle Fälle jetzt erstmal Beton. Wir brauchen jetzt erstmal Fundamente und dann brauchen wir natürlich, ganz wichtig, solche Teile hier. Die brauchen jede Menge Frames. Davon habe ich keine dabei. Okay, ja, doch, habe ich. Linsen kann ich mir vorne krabbeln, Alloy kann ich mir vorne krabbeln und Zellen Quantum Chips kann ich mir da vorne auch holen, ne? Quantum Chips, hier kommt Kabu, gib mir Alloy, alles was du hast, dankeschön, du da, gib mir alles was du hast, nö, bleib da, behalt's, ja, schon zu spät, okay. Hey, komm, gib mal alles her, was du hast. Und gib mal alles her, was du hast. So. Ach! Du ahnst es nicht. Ja. Mein Gott, da hat ja einer nachgedacht. Leute, das ist ja unglaublich. Jetzt habe ich Angst vor mir. Ich bitte euch. Das gibt's ja gar nicht. Ich fange hier tatsächlich an, die... Strom? Nee, 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 nee. Gott, gütiger Himmel, was kostet denn so eine Rakete an Strom? Ah, ja, ja, natürlich. 18 Megawatt. Ah, 5 die Minute. Ach du Scheiße. Ja, super. Super, super, super. Okay, erstmal das da hier ordnen. Dann bitte hin zu den ganzen Schüssel. Meins ordnen und komm, also die drei, wenn ich mal brauche, weiß ich, hole ich mir da lieber einen 50er Stack daher, die da rein, wir nehmen uns zwei volle daher, den tauschen wir auch mal aus, die zwei lassen wir mal da drin, das machen wir da rein, Stahl hast du hier drin, nicht, nein, gut, dann auch nicht, Beton brauchen wir gleich zum Verlegen. Deuterium wollte ich aufbauen. Kann ich hier noch machen? Wobei, ich glaube, da geht mir ja dann eher das
Ihr wisst schon was aus, ne? So, gib mal her. Das kriegen wir eh nicht alles da rein. Dann darfst du nicht das anfordern. Ich brauchte hier jetzt nur noch die zwei Sachen. Okay. Haben wir das Kabel irgendwo? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ach, das ist so mein Glitch. Kommen wir da hinten irgendwie durch? Wenn ich es wollen würde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe hier. Gehe dann meinetwegen zwei nach oben. Komm, du sollst auch rüber. So, oh nee, er will einfach nicht. Und jetzt gehen wir theoretisch ist es vollkommen Jacke wie Hose. Wir können bis hier hingehen. Fangen von da an, gehen da rein. Und jetzt brauchen wir dieses Kabel. Alles voll, alles voll. Brauche ich dafür jetzt wirklich noch einen Assembler? So einen Turm. Bin echt am Überlegen, ob ich hier denn einfach hergehen soll. Ganz radikal. Aber sowas von radikal. Und den dahin. So, reiß den hier ab und setz hier den hin, sobald er Platz hat. Also dann komme ich nach da hinten rein, natürlich die Bredouille. Ich verstehe. Da drüben halt mit dem, ne? Gesundheit! So. Und guten Morgen an alle, die eingeschlafen sind. So. Ne, ich krieg ihn nicht hin. Das ist. Halt, da war gerade. Irgendwo da. Da. Okay. Nimm ich hin. Ach, guck mal, ist sogar. Das ist doch schön. Also. Wir brauchen Eisen, Zahnräder und die Chips. Socketboards, genau. So. Jeweils. Meinetwegen 1000. Komm. Muss schneller gehen. Hier 1000. Hier 1000. Und das Ganze. Hiermit, das können wir dann glaube ich auch irgendwann mit Alien-Zeugs zu bauen, ne? Irgendeines ging. Auf alle Fälle 1000. 500. Uns glaube ich auch. Das letzte Zeug ist doch eigentlich nur so wichtig und teuer. Komm, mach da mal 100. So, die Mond. Und das können wir auf die Art und Weise holen. Dann bitte Strom ran. Dankeschön. So. Einmal Eisen hierhin. So. Weil ich will die letzten Assembler unbedingt haben. Ganz wichtig.
Da hätte ich noch mal eins weiter rund oder allgemein noch ein bisschen runter sollen, so ungefähr. Das macht es etwas angenehmer. Dann hier eben die Zahnräder. Und na, hier bitteschön, danke mäßig, die Schaltkreise, wenn ich sie mal erwische. Muss man rechtzeitig stoppen. So. Und genau, dann gehen wir da drüber. Na. Mit dem Zeug. Einmal drunter, einmal drüber. Ah, komm schon. Einmal drunter und drüber. Ich weiß. Die Dyson-Sphäre jetzt aufzubauen wäre wesentlich. Wir haben jetzt erst den Mecker. Ach, nein. Du grüne Neune. Ich weiß, die Dyson-Sphäre jetzt aufzubauen wäre wesentlich interessanter. Und ich muss auch zugeben, da juckt es mich auch in den Fingern. Aber ich muss da hinten erstmal die Zeit noch überbrücken, dass die Teile gebaut werden. Und dann sehen wir weiter. So, okay. Wie viele haben wir? Ups. Guck mal her. Woran fehlt's? Es mangelt an Energie. Okay, gut. Weil einfach wieder mal da nichts rankommt, weil. Ach ja, die werden einfach zu langsam geladen. Und ich baue jetzt noch mehr Energiefresser auf. Also ein guter Tipp ist wirklich, der kommt jetzt ein bisschen spät und auch von meiner Seite, baut euch mehrere Planeten auf, wo ihr allen möglichen Schüssel macht. Hauptsache die Forschung rennt, ne? Okay, die Forschung rennt ja momentan nicht, aber sie könnte tierisch gut rennen. Aber die Produktion, die steht halt einfach still und still und still. Herrlich. Vielleicht mal noch ein bisschen mehr Generatoren. Könnte passen, unter Umständen. Gib mir hier mal den Soulpal mit. So, du sollst hier weg. Ach, der macht das wieder automatisch. Das ist auch schön. Du sollst es wegmachen. Danke. Gut. So. Die müssen wir hier jetzt nur, hoffe ich. 590, Jesus, Marie und Josef, wir brauchen ja ewig und 3 Jahre, bis wir da mal was zusammen haben. Okay. 5 die Minute, das ist relativ wenig. Jetzt nur gerade mal ganz kurz gucken. Wir bauen sie mal auf, könnte aber sein, dass ich die tatsächlich nochmal andersweitig dann umverliege. Wir bauen die gar nicht. Doch, wir bauen sie noch auf. Das kann aber sein, dass ich sie nochmal umverlege, wenn ich mit der Mikrochips-Produktion da oben zu viel Platz brauche. Und hier waren sie jetzt, glaube ich, auch. Na? Wo sind denn die versteckelt? Da sind sie versteckelt. Sind die Dinger groß. Steht denn dann in die Höhe, dass da hinten? Nee, das ist ein Bug. You have built a vertical launching silo. Now you can use it to construct the main structure of the Dyson Sphere. But before that, you need to enter the Dyson Sphere panel to finish planning the Dyson Sphere nodes and frames. After the plan is completed, the vertical launching silo will automatically launch small carrier rockets loaded with Dyson Sphere components to build the nodes and frames.
Each rocket provides one structure point, and you can use the vertical launching silo panel to master the required structure points. Hauptsache, wir kriegen da mal ein paar raus, ne? Ja, also so einen gewissen Abstand sollten sie schon haben, ne? Also sonst sieht es ja ein bisschen doof aus. Okay. Ihr wollt Strom? Ihr kriegt Strom. So. Das ist noch zu weit weg. Das ist sehr schön. Danke, danke, danke fürs Gespräch. Das ist sehr schön. So, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich hier mit dem Band rein? Nö. Das heißt, ich kann hier mit dem Band so entlang fahren. Okay. Das heißt aber, wir machen hier jeweils sowas hin. Das kann ich wahrscheinlich immer noch nicht über Bänder bauen. Müsste ich ja mal testen, ne? Ob das jetzt mittlerweile funktioniert oder nicht. Aber okay, jetzt zu spät. Hier rein. Da. So. Das wird auf alle Fälle nochmal irgendwo anders dahin müssen, sobald wir da mal einen gewissen Plan haben, wo wir Platz haben. Oh, du bist noch falsch, mein Freund. Ich hoffe, der Rest passt. Eine Niete darf immer dabei sein. So. Bis dahin. Und dahin. Und du noch. Hinein. Ah, um einen verzählt. Gut. Verschätzt. Ich geb's ja zu. Bin so schlecht. Sehr schön. Dann können wir das nämlich auf der anderen Seite nochmal spiegeln. Okay, jetzt machen wir aber erst. Na, hier das da. Ich will dabei zusehen. Hier rein. Das wird ja wahrscheinlich eh nochmal woanders dahin kommen müssen. Leider, leider Gottes. Das wäre halt ein bisschen arg over the top, ne? Keine Sorge, wir gucken zu. Und da fliegen sie. Ui. Ah, da komme ich gar nicht hinterher. Also es geht doch fixer als gedacht. Okay, gut. Ich glaube, als nächstes reservieren wir dann nochmal den Platz vor den... Ja, das war mir klar. Jene, das geht aber. Ich hätte jetzt mit weitaus mehr Problemen gerechnet. Schön. Da fliegen sie hin. Zu unserer Sonne. Und bauen auf die Dyson-Sphäre. Das werden wir uns natürlich aus nächster Nähe anschauen. Oder? Das könnt ihr mir glauben, ja. So. Naja, wir folgen da mal. Versuchen nochmal einen zu folgen. Oh, die sind aber ganz schön zackig unterwegs. Nee, kannst du knicken. Nicht mit der Geschwindigkeit, Junge. Nicht mit der Frisur. Ah, herrlich. Also rein theoretisch sollten sie jetzt Strukturelement für Strukturelement da anfangen aufzubauen. Genau, hier. Also erstmal hier diese Knotenpunkte, die da sind. Ne? Ah, das sieht schon geil aus. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, wie viel Mühe und Liebe ins Detail da solche Entwickler da in ein solches Projekt stecken. Dass das nicht nur irgendwie so stumpf ist, da siehst du ja später nicht mehr oder so. Nein,
schön beleuchtet. Es sieht auch ziemlich stimmig aus. Ich finde es cool. Geil. Wenn man dann so andere Entwickler sieht, so ganz große AAA-Producer zum Beispiel. Ich habe es mit meinem Bruder da öfters mal wegen Cyberpunk 77. Tolles Spiel, keine Frage. Wenn es so laufen würde, wie es laufen sollen, würden, tun. Vielleicht hoffentlich irgendwann einmal. Und da fliegen sie schon mal rein. Und fangen jetzt an, hier die Strukturelemente da weiter aufzubauen. Oder sind das jetzt schon meine Solar-Sails? Das kann ja noch nicht die Solar-Sails sein. Oh, das sieht geil aus. Schön. Schön, 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 schön. Ne, und dann, wenn man dann immer so guckt, was da so alles möglich ist und ja, grafisch nicht schlecht, ne? Aber wenn ich dann halt so ein Uralt-Spiel angucke, wenn ich da halt auf ein Auto schieße, dann habe ich dann halt meine Dellen drin und so Zeug. Und hier. Ach, ist das schön. Richtig schön, richtig schön. Ich liebe sowas wirklich. Hm. Dass die jetzt nur noch einen Ticken langsamer fliegen können, das würde mir sehr gefallen. Auch hier, wenn ich jetzt mal gucke, ja, die Solar-Sails, ne? Das sieht doch auch einfach ganz schnieker aus. Na, komm, ein bisschen. Wenn hier jemand rankommt, sieht man halt, aber trotzdem. Fein, fein, fein. Herrlich, herrlich, herrlich. Gut. Gut, 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 gut. Fliegen wir mal zurück und pimpen jetzt mal so langsam, aber sicher unsere Produktion. Jetzt kommt dann der unangenehme Teil. So. Vor allem das Energieproblem. Ich hab's wieder. Hab's kommen sehen. Sag mal, in letzter Zeit klappt das da einfach nicht mehr so gut. Wow. Okay, das war der Autosave, der mich da gerettet hat. Praktischerweise bin ich am überlegen, ob ich die Solar Sails gerade mal Sache auf zu schießen. Die Railguns da. Ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie. Können sie immer noch brauchen. So. Hier sind wir randvoll. Brauchen wir nicht arbeiten. Gut. Hier sind wir so oder so randvoll. Das ist auch kein Problem. Wie viele Transporter hast du drin? Die Maximalmenge, die muss ich mir jetzt dann so oder so holen. Aber alles nicht mit diesem Part, sondern erst nächsten Part. Dann, er blinkt schon wieder rot. Oh oh, Selbstzerstörung. Okay. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehr noch bis zum nächsten Mal. Bye.